Jo Jungs, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video spielen wir das Royal Giant EQ Cycle Deck. Wir haben hier ziemlich schnellen Cycle, wir haben auch den Tesla in einem RG Deck, dafür fehlt uns der Fischer, ist ein kleiner Ausgleich. Wir haben auch den Firecracker, das heißt es ist overall ein sehr schnelles Cycle Deck mit sehr vielen Abfahrkarten und wir sagen, wir gehen ins erste Game, let's go. Okay, erstes Game gegen Karya City. Karya City sieht mir aus, okay, keine Ahnung, keine Einschätzung, wir cyclen Lock. Ich weiß nicht, was der Kollege spielt. Wir schauen rein. Ist da genau das Vlog? Wir gehen mal von E-Spirit. Gucken wir mal. Macht irgendwas? Jo, alles mag ja okay. Könnte X-Bogen sein. X-Bogen wäre auf jeden Fall gut für uns. EQ, RG und Log. Gute Karten gegen. Hoffentlich. Okay, es sieht wirklich nach X-Bogen aus. Ist auf jeden Fall. Es ist eigentlich X-Bogen, ist ein sehr gutes Matchup. Können jetzt hier schönen EQ draufhauen auf den Tesla. Wo ist der Tesla? Okay. Kann er so spielen? Ich würde sagen, wir gehen E-Buffs in die andere. Einfach ein bisschen zu crashern. Damit wir auch ein bisschen schneller zu unserem LG oder zu unserem EQ. Oh, E-Buff ist dran, ne? Doch nicht. Damit wir ein bisschen schneller zu unserem EQ und unserem RG zurückcyclen, weil die haben wir gerade nicht auf der Hand. Wir müssen eigentlich nur aufpassen, dass uns nicht irgendwann ein Rocket cycle. Das könnte das einzige werden. Das könnte uns zum Verhängnis werden, wenn er anfängt, zu Rocket cyclen. Aber eigentlich sollten wir das Game gewinnen. Blocks zeigen wir wieder auf den Turm. Skelett und dann haben wir wieder alles auf der Hand gegen den X-Bogen. Er kann eigentlich auch keinen offensiven X-Bogen bringen, also ich wüsste nicht wie. Wir können jetzt hier wieder auf den RG gehen direkt und dann mal einen offensiven Tesla, falls er seinen Tesla spielt. Okay, macht er so. Ist okay. Der Tesla wird sich jetzt um die Walnuss kümmern, plus er wird ihn da ein bisschen abfangen. Genau. Ja, wobei. Kamera, Hilfe. Nicht unscharf stellen. Okay, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Kamera hat Faxen gemacht. So, bis jetzt nicht viel passiert in dem Game, muss ich sagen. Das Game bisschen, ja, bisschen langweilig. Gehen E-Spirit rein und gucken mal, was er jetzt macht. Skelett oder so. Eismagier, okay. Machen Locks, cyclen wir. Firecracker auf den Eismagier. Und ich würde sagen, wir EQ'en ihn sogar noch. Das ist zwar, ja, genau, er würde nämlich jetzt auch für irgendwas gehen. Und das ist zwar jetzt ein bisschen teurer gewesen, aber es ist am Ende worth. Wir können jetzt hier theoretisch RG gehen und dann gucken, ob er hier in X-Bogen geht. Okay, er cyclen eine Rocket auf den RG. Das kann man auf jeden Fall machen. Das ist ein guter Play eigentlich. E-Bubs nach hinten. Okay. E-Spirit cyclen wir durch. Auf der Lane würde es halt zu 100% verteidigt kriegen. Das heißt, wir gehen eigentlich auf die rechte jetzt. Wir haben links angetäuscht und jetzt gehen wir rechts rein. Das könnte der Way to Go sein. Wir EQ'en das. Okay, der ist auf jeden Fall dran. Er muss noch irgendwas machen. Log, irgendwas. Nado. Er macht nichts. Ein Hit noch? Na, schade. Ja. Nochmal gemisklickt. GG's, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Game. Let's go. Perfekt. Genau zu dem Zeitpunkt sind meine Chicken Nuggets fertig geworden. So, meine Chicken Nuggets sind jetzt ready reingelümmelt zu werden. Nächstes Game, let's go. Mein Trinken. Was? Oh, Game. Okay. Nachdem meine Chicken Nuggets reingelümmelt werden, werde ich jetzt erst mit meinem Trinken. Was? Okay. Game gegen Christian. Christian aus LXC-Nike. Keine Ahnung, wir cyclen Firecracker, würde ich sagen. Irgendwie hat das Deck so Hock-EQ-Vibes, aber gleichzeitig auch so Golem-Vibes mit den E-Buffs und so. Ja. Das Deck ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal von der G hinten. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay, der Gegner spielt Golem. Ist das ein... Nee. Oh Gott. Der Hund, Hilfe. Okay. Können wir hier nicht für E-Buffs gehen oder bin ich lost? Digga, er lässt einfach E-Buffs durch. Was macht der? Der E-Buff wird den Turm holen. Ist ihm das klar? Ja. Okay. Tesla defensiv. Und Skelette rein. Ja. Ist eine gute Ausgangslage. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder auf Energy. Einfach damit wir den Turm jetzt schon mal holen. Das ist dann eine ganz gute Ausgangslage. Wenn wir den Turm haben. Darauf würde ich erstmal einen Nugget reingehauen. Half. Und einen Cracker. Gute Ausgangslage.
Und mit E-Bubs und Skeletten und Tesla müssten wir eigentlich den Push verteidigt bekommen. Er könnte vielleicht ein bisschen Damage machen. Je nachdem. Oh, was? Er hat den Elektro-Riesen. Ah! Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Oh Gott. Ja, wir sind im Eimer. Wir sind zu gut Deutsch am Arsch. Okay. Kann der Firecracker bitte nochmal... Nee, okay. Okay, wir machen jetzt hier einen RG rein und einen Cracker auch. Okay, der geht Ding ist hinten. Der Cracker, das Gute ist, dieser Firecracker wird halt 5 Jahre überleben. Wir können den um unser Leben protecten. So, okay. Jetzt ist halt die Frage, was ist seine Strat? Ist seine Strat reinzugehen? Ja, okay, das ist seine Strat. Ich weiß ja nicht, ob Sparky E-Giant so Meta ist. Skelette rein. Jetzt können wir doch in den Knick reingehen, theoretisch. Ja. Tornado, ja, okay, komm mal. EQ'en, würde ich sagen. Kann der Firecracker bitte den Sparky noch so richtig schön wegsplashen? Let's go. Broken Firecracker, nächsten Firecracker rein. Skelette gegen irgendwas. Können wir nicht jetzt einfach den machen? Und dann den machen? Und dann brauchen wir noch einen Energy und dann ist das Game gegessen. Wie meine Chicken McNuggets. Köstlich. Nächstes Game gegen die Suppe aus dem Psycho Club. Falls du das Video siehst, Suppe. Okay. Du spielst Warwrecker, du bist räudig. Tesla rein. Okay. Das sieht mir hier verdächtig nach einem Drill-Spieler aus. Gegen Drill strobelt man eigentlich ein bisschen, weil man hat nur E-Bubs gegen Drill und sonst keine Antworten. Naja. Hatschi selbe Lane. Guck mal, wenn er jetzt hier mit einem Drill reingeht. Ja, okay, macht er nicht. Wenn er jetzt rechts mit einem Drill reingegangen wäre, dann hätten wir ein ziemlich großes Problem gehabt. Macht er nicht. Von daher alles gut. Das ignorieren wir. 2 Wallys kann man im Turm lassen. Das ist teuer. Das ist teuer, Kollege. Ja, okay, er hat 7 Valkyren auf dem Feld. Mann. Ja, moin. Einfach Doppel-Valkyre-Push jetzt. Was ist denn das? Und noch Drill. Ich fasse es nicht. Der scheißt einfach Elixier. Junge, hä? Woher? Woher kommt das ganze Elixier? Drill, Wallbreaker, 2 Valkyren, 15 Skelette. Der Mann zaubert. Aber das ist noch winnable. Wobei ich sagen muss, wir haben ein ganz kleines Problem gegen Drill, weil, wie gesagt, wir haben keinen Splash Damage. Das heißt, auf Dauer wird es ziemlich nervig, Drill zu verteidigen. Jetzt sollten wir aber eigentlich mal ein EG hinten gehen können. EG hinten gehen können, perfekt. Spirit rein. Okay, er muss den Firecracker immer feuerballen. Was bedeutet, dass wir Firecracker ziemlich abusen könnten, aber wir machen jetzt mal Tesla Bridge. Und noch Cracker. Wir abusen einfach beides. Ja, okay, den Feuerball, ja. Er hat daneben gehauen. Moment. Das ändert hier einiges. Wir gehen rein und jetzt können... Er kann keinen hohen Tesla spielen. Er muss den Tesla da spielen, genau, weil da steht unser Tesla. Jetzt loggen wir. Skelette werden geloggt. Let's go. Okay, das ist nicht schlecht. Und der Firecracker, der wir vor 15 Minuten gespielt haben, lebt immer noch. Ich würde sagen, wir supporten ihn nur noch, damit er nicht drauf geht. Genau. Offensiver Tesla cleart da ein bisschen. Machen wir so. Und jetzt gehen wir mal wieder für den nächsten RG, würde ich sagen. Da wird jetzt hier so einen hohen Tesla bringen wahrscheinlich. Ist aber okay, weil der Firecracker drauf splasht. Dann kriegen wir hier ein bisschen Damage. Let's go. Aber es wird eine enge Kiste, weil genau jetzt das kommen kann. So. Kriegen wir das weg? Wir kriegen es weg. Wir kriegen es geklärt. Gut. Ich glaube, das haben wir gerade bis jetzt gut gecomebackt. Wir sahen am Anfang ein bisschen alt aus. Aber gerade sind wir auf der Comeback-Schiene. Ich würde sagen, hier ein E-Spirit plus E-Bubs rein.
importieren Tesla. Kann man das so machen? Das kann man absolut so machen. Tesla macht einen super Job. Mein Tesla macht da einen super Job. Ich würde sagen, wir gehen hier für LG offensiv. Das war nicht gut gemacht von ihm. Jetzt können wir hier für einen Cracker gehen. Okay, okay, okay. Die Ausgangslage ist, ich würde sagen, höchst akzeptabel. Das sind keine guten Wallys. Oder? Ja, einer ist dran gekommen, aber. Wir müssen wieder für einen hohen Tesla gehen. Das müssen wir jetzt auch EQ'en. Sehr räudig, das Matchup, muss ich sagen. Das ist sehr schwer zu spielen. Defensiver Tesla von uns. Ist okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh, 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 wir treffen mit dem EQ den Bomber. Jetzt sind wir am Turm. Wir sind am Turm. Ein Hit. Noch einer vom LG. Wir haben das Game, glaube ich, gewonnen. Das sollte doch jetzt durch sein. Let's go, Jungs. Wir gewinnen dieses Spiel. Darauf ein Chicken Nugget. Köstlich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abonnement und ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Folgt mir gerne auch auf Twitch rein. twitch.tv/lugas_cr. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann wieder. Bye, bye, Clash on.